Basket TV Folge 73. Ja, endlich ist es wieder soweit. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Haben uns ein paar freie Tage gegönnt nach der Meisterschaft. Wir haben es ja gerade schon eingeblendet. Dirk Nowitzki, NBA Champ 2011 mit den Dallas Mavericks nach 13 Jahren in der NBA. Wir haben das Poster dazu im Heft, haben wir ja auch gerade gezeigt. Alle Träume klingen verrückt, bis sie wahr werden. Dirk Nowitzki hat es getan. Ja, vielleicht nochmal ein kurzer Nachdreher zu den Finals, auch wenn schon ein paar Wochen rum sind. Wir hatten ja die letzte Folge noch vor den Finals. Dirk Nowitzki, NBA Champ 2011. Hast du jemals damit gerechnet, dass er es nochmal schaffen wird? Ich habe an dir geglaubt. Ja? Auch wenn natürlich immer wieder Zweifel da waren am Team, ja, mehr als an ihm. Aber ein gewisser Optimismus ist immer da gewesen und er hat es geschafft. Ich muss zugeben, ich habe nicht mehr dran geglaubt. Es kann immer alles passieren. Genauso wie man in der ersten Runde gegen ein Scheiß-Team rausfliegen kann, kann man auch noch Champ werden. Auch gegen Miami ist es machbar. Hier der Kollege hinter uns. Wobei die Serie gegen die Lakers war, glaube ich, noch überraschender. Vor allem in der Höhe oder in der Deutlichkeit. Gut, aber ich weiß auch noch, wie wir in Berlin saßen, in dem Haus an der großen Kaffeekette und mit dem iPad geschaut haben und fast einen Herzinfarkt bekommen haben gegen die Blazers, wo wir auch gedacht haben, nein, nicht schon wieder, geht's doch bitte nicht wieder her. Und dann ging es da durch, dann ging es an den Lakers vorbei, da ging es gegen die Thunder und dann auf einmal war man in den Finals und dachte, huch, was ist denn jetzt passiert? Jason Terry hat auch hinterher gesagt, dass die Serie gegen die Blazers die entscheidende gewesen ist, vor allem das Spiel, als sie in Portland eine 21-Punkte-Führung verschenkt haben, oder waren es 21 Punkte, und dass das Team nochmal zusammengeschweißt hat. Wir haben ja, oder ich habe befürchtet, dass das Team daran irgendwie vielleicht sogar zerbricht. Und ja, da sind sie näher zusammengerückt, haben gesagt, jetzt erst recht, jetzt beweisen, weil da haben auch die Experten gesagt, hier typisch Dallas, typisch Mavericks, typisch Dirk, haben wieder eine hohe Führung verspielt, verkacken es wieder so wie 2007 gegen Golden State, 2008 gegen New Orleans, 2009 gegen Denver, 2010 gegen die Spurs, wie jedes Jahr eigentlich. Und ja, und dann gegen die Lakers so deutlich, vor allem Spiel 4 war ja ein Blowout, dann die Serie gegen die Thunder, wo Dirk Nowitzki so überragend gespielt hat, wo aber auch wirklich jeder Spieler dann auch von Runde zu Runde besser wurde. Sean Marion hat super verteidigt, Jason Terry hat seine Würfe getroffen. Das war schon Extraklasse, würde ich sagen. Und es hat mich halt vor allem beeindruckt, wie deutlich Dallas den Gegner bezwungen hat und auch am Ende Spiel 6 in Miami gewonnen hat, kein siebtes Spiel mehr benötigt hat, in Spiel 2 den hohen Rückstand aufgeholt hat. War das vielleicht irgendwie, naja, ich sag mal so ein bisschen zu viel des Guten vielleicht sogar? War Dallas wirklich so gut? Sonst wären sie nicht Meister. Ja, aber ich finde, sie haben über ihre Möglichkeiten gespielt vielleicht, oder? Oder ja, das muss man wahrscheinlich auch, um Meister zu werden. Den guten alten Basketballspruch, es ist immer gut, wenn das Team noch größer ist als die Summe seiner Teile. Und so war es bei Dallas, das hat funktioniert, es hat ineinander gegriffen, die Zahnräder, und dann dreht sich die Maschine und dreht und dreht und dreht. Und schwupps hat man die Larry O'Brien Trophy in der Hand. Jetzt können wir vielleicht drauf gucken, was wir daraus ziehen können. Hall of Fame Dirk Nowitzki, safe. Hall of Fame Jason Kidd, safe. Auf jeden Fall. LeBron und Co. müssen noch ein bisschen dran arbeiten. Sie waren ja wirklich knapp davor, haben auch sehr gut gespielt. Also ich denke, dass Miami auf jeden Fall nächstes Jahr zu den absoluten Top-Favoriten gehören wird. In den Finals haben sie nicht gut gespielt. Ja, also ich sage mal Chris Bosh und Dwayne Wade. Dwayne LeBron Wade. Triple-Double macht man auch nicht im Schlaf. Also richtig. Das waren schon starke Leistungen, nur dass es halt am Ende nicht gereicht hat. Spricht genau dann wieder für Dallas, wie du gesagt hast. Da sind sie cool geblieben, haben aufgeholt, haben gefightet. Das haben bei den Heat ja auch viele Spieler getan. Also ich meine, Leute wie Haslem und Miller konnten Verletzungen kaum gerade laufen. Da muss man auch mal den Hut ziehen. Das war schon aller Ehren wert. Nicht langweilig in Finals. Chauncey Billups hat was Interessantes gesagt. Auf Hoopshype habe ich das gelesen. Er hat das Championship-Team der Dallas Mavericks mit dem der Detroit Pistons von 2004 verglichen. Das ist gar kein schlechter Billups ja selbst gespielt hat damals. Jetzt ist er ja bei den Knicks. Damals als Pistons-Point-Guard auf Finals-MVP gewesen, obwohl er kein All-Star war in der Saison. Und Billups hat gesagt, genauso wie damals bei den Pistons und jetzt bei den Mavs, du brauchst keine Ansammlung von All-Stars, sondern ein Team, das zusammenhält. Und genau das waren die Dallas Mavericks und das war dann auch der entscheidende Vorteil den Heat gegenüber. Gut, und noch damals war es ja so, dass der Gegner dieses echten Teams ein Star-Ensemble war. Shaq, Kobe, und so ein Star-Ensemble hat es ja seitdem auch nicht mehr gegeben, muss man einfach mal sagen. Also, außer vielleicht bei den Celtics. Schön Carmelo und Gary Payton zu holen, ist natürlich schon frech. Gut, klar die Celtics. Mittlerweile sind sie auch 4 Megastars, das ist natürlich nochmal ein Team von dem Kaliber, das stimmt. Ja. Schauen wir nach vorne. Was sehen wir da? Wir sehen Dirk Nowitzki wieder, der ja im Urlaub gewesen ist. Richtig. Hat ja die
den Partymarathon sozusagen überstanden. Da war ja die Parade in Dallas und das Event in Würzburg. Genau. Jetzt ist er wieder da aus dem Urlaub und die EM steht vor der Tür. Er hat sich noch nicht entschieden, ob er daran teilnimmt. Aber man ist optimistisch beim DBB und Dirk hat auch nicht gesagt, dass er aussetzt. Also hängt jetzt alles die Chance davon ab, stehen schon ganz gut. Genau. Hängt jetzt alles davon ab, ob sich sein Körper erholt hat, weil er müsste auch schon in ein, zwei Wochen mit dem Training beginnen, um dann rechtzeitig zur EM-Vorbereitung fit zu sein. Wir sind gespannt, wir hoffen natürlich, dass er dabei ist. Klar, wäre cool. Wenn Nowitzki dabei ist, ist auch Chris Kaman dabei. Darüber kann man streiten, ob man ihn mitnehmen sollte. Allerdings nach der Absage von Yassin Itbihi, der ja Vater wird, und Patrick Firmerling, der nicht mehr für die Nationalmannschaft spielt. Außer Tibor Pleiss gibt es nicht so viele Alternativen auf der Center-Position. Christopher McNaughton ist noch nominiert, aber dann wird es schon dünner. Also kann man Chris Kaman auf jeden Fall gut gebrauchen, zumal es bei der EM um die Olympia-Quali geht. Und Dirk Nowitzki will ja wieder dabei sein bei Olympia. Das ist ja das große Ziel jetzt. Aber es wird natürlich echt eine harte, also es wird tough, es wird ein hartes Stück Arbeit. Die Franzosen zum Beispiel, habe ich heute gelesen, fahren wirklich mit fast jedem NBA dahin, also Thuriaf, Noah, ja. Da sind auf jeden Fall alle namhaften Leute dabei. Und das wird ziemlich schwierig. Genau, Frankreich, Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ohne Nowitzki habe ich wenig Hoffnung, dass man da unter die ersten sechs kommt. Man muss ja unter die ersten sechs kommen, um zumindest an dem vorolympischen Quali-Turnier 2012 dann teilzunehmen, bei dem insgesamt 12 Mannschaften starten werden bei dem Turnier und nur 3 qualifizieren sich dann nochmal für Olympia. Also insgesamt 5 europäische Teams plus Großbritannien als Gastgeber, die übrigens bei der EM mit Ben Gordon und Luol Deng antreten werden. Ich sag's ja, da wird auf jeden Fall einiges gehen. Die Spanier bringen ja auch fast alles mit, was Rang und Namen hat. Das wird richtig, richtig geil eigentlich vom basketballerischen Standpunkt her gesehen. Richtig, im Gegensatz zur nächsten NBA-Saison, die vielleicht gar nicht stattfindet. Richtig, da sieht es nämlich ganz mau aus. Wollen wir jetzt nicht unter den Teppich kehren, Lockout, ihr habt es mitbekommen. Seit dem 1. Juli liegt die NBA quasi tatsächlich auf Eis. Ja. Ihr braucht nur auf NBA.com zu gehen, da gibt es ja keine Neuigkeiten mehr. Bei den Spielerprofilen wurden die Porträtbilder rausgenommen. Ja. Auf den Team-Webseiten gibt es keine Infos zu irgendwelchen Entwicklungen, keine Infos zu irgendwelchen Spielern. Alle Inhalte wurden rausgenommen und ja, und jetzt habe ich heute gelesen, dass bei den Charlotte Bobcats schon die ersten Leute entlassen werden. Ja, die Pistons haben auch schon fast 20 Leute rausgeschmissen, seit der Lockout läuft. Also das betrifft nicht nur die Spieler und die Teams, also, ne, sondern auch die Mitarbeiter der oft sind es ja. Die Lakers haben auch schon Leute rausgeschmissen. Also ja, das sind dann meistens Leute, die bei den Live-Spielen gebraucht werden, nämlich Kommentatoren vom Radio oder von Online-Podcasts. Ja, aber auch die Leute, die da Hotdogs verkaufen, Merchandise und so weiter. Die auch. Ja. Ja. Aber es trifft auch Leute, die fürs Ticketing zuständig sind oder die wirklich irgendwie eigentlich, wo ich dachte, ja, die haben da was zu tun, wie Communication Department und sowas, ne, haben schon rausgeschmissen. Ja. Die Leute könnten natürlich wiederkommen, sobald es soweit ist, aber Richtig. Wer weiß das schon, das ist keine Garantie. Und das ist natürlich schon wirklich eine unschöne Seite daran, dass halt Leute in Mitleidenschaft gezogen werden, die jetzt weder Milliardär-Streitpartei noch Multimillionär-Streitpartei sind. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber wir müssen abwarten, wie es weitergeht. Die Spieler wurden ja schon vor Jahren gewarnt, dass sie sich auf den Sommer 2011 gefasst machen sollen. Gut, arm wird jetzt kein Spieler, denke ich mal. Gut, aber Anton Walker hat es auch geschafft, sich nach einem dreistelligen Millionen-Dollar-Lebenseinkommen komplett zu ruinieren. Also irgendein Experte wird wieder dabei sein. Wir wünschen es natürlich keinem. Aber die Jungs müssen aufpassen, Alternativen suchen, sich fit halten oder mehr Werbeverträge abschließen oder öfter nach Asien fahren und nach Europa wechseln soll eine Möglichkeit. Deron Williams, angeblich schon einig mit Besiktas Istanbul. Mhm. Ja, aber Iverson hat es ja vorgemacht. Das ist korrekt. Steht ja noch nicht so ruhmreich, aber Deron Williams will angeblich für ein Jahr dahin. Es steht ja noch die Frage im Raum, ob die NBA-Spieler überhaupt in Europa spielen dürfen. Es geht jetzt nicht um die, die Free Agent sind. Die dürfen das sowieso und einige haben das schon gemacht, wie Nenad Krstić, der von den Celtics zu ZSKA Moskau gewechselt ist. Aber was ist mit den Spielern, die einen gültigen NBA-Vertrag besitzen, so wie Deron Williams, der noch mindestens ein Jahr in New Jersey unter Vertrag steht? Da wird jetzt die FIBA eine Entscheidung treffen gegen Ende der Woche. So hofft man zumindest, ob der NBA-Vertrag der gültige oder beziehungsweise ob der während eines Lockouts überhaupt Gültigkeit besitzt, weil es darf natürlich nicht ein Spieler bei zwei Teams gleichzeitig unter Vertrag stehen, dann dürfte er nicht bei Besiktas unterschreiben, aber wenn der New Jersey-Vertrag jetzt während des Lockouts nicht Bestand hat, dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege und dann wird vielleicht sogar eine große Welle losgetreten. Infos zum Lockout gibt es in der aktuellen Basket, die können wir vielleicht auch kurz zeigen. Die ist ja am Kiosk gerade. So, hier werden die wichtigsten Fragen zum Lockout beantwortet. Die Geschichte, vielleicht
Zeigen wir nochmal kurz das Heft. So sieht das aus. Da ist natürlich auch dieses Poster drin enthalten. Das Checkposter kommt übrigens eine Ausgabe später, das auf dem Cover abgebildet ist. Und ja, ansonsten zum Abschied von Check haben wir noch eine Geschichte. Warum hat er aufgehört? In der Geschichte steht es drin. Ansonsten auch bei den Lakers. Das war ein chaotisches Ende gegen die Dallas Mavericks. Wir haben eben drüber gesprochen. Die haben einen neuen Coach mit Mike Brown. Da darf man auch gespannt sein, wie es weitergeht. Kobe Bryant wird ja auch jetzt so ein bisschen mit, nicht nur mit Beşiktaş, sondern generell mit Europa in Verbindung gebracht. Auch mit Asien, wo er natürlich eine große Fangemeinde hat. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass so ein absoluter Superstar wie Kobe Bryant, der schon etwas älter ist, dessen Körper auch langsam nachlässt, der Knieprobleme hat, der hat sich ja hier in Leverkusen auch behandeln lassen. Bei Darren Williams kann man das sicherlich verstehen, warum soll er jetzt ein Jahr rumsitzen, aber bei Spielern wie Kobe oder auch Jason Kidd, Steve Nash, was sollen die tun jetzt? Das stimmt. Andererseits haben wir genau diese Spieler gesagt, ich habe keinen Bock rumzusitzen, denn in meinem Alter will ich nicht die müssen fit bleiben. Rumhocken, sondern fit bleiben und das am besten unter Wettbewerbsbedingungen. Dementsprechend kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, ich will zocken, gerade weil es natürlich auch um das geht, was sie ihr Leben lang gemacht haben und auch gerne machen. Dirk hat ja auch gesagt, ich will nicht rumsitzen in meinem Alter. Das hat er wörtlich gesagt, in meinem Alter will ich das nicht, ich möchte gerne spielen. Hat, glaube ich, vor 2-3 Tagen wieder China ins Spiel gebracht. Ich weiß nicht, ob das nur ist, um abzulenken, aber er hat es jetzt schon mehrfach gesagt. Natürlich, die deutschen Clubs hoffen natürlich darauf, dass er in der BBL spielt. Bamberg mit dem Euroleague-Platz, nach dem Double-Gewinn natürlich nochmal, Glückwunsch. Alba Berlin, klar, beste Halle und die attraktivste Stadt. München. Mit Bauermann als Trainer. Klar, mit ehemaligen Weggefährten. Und vielleicht sogar Würzburg als Aufsteiger in die BBL, dann könnt ihr zu Hause bei Mama und Papa wohnen. Müsste keine Miete zahlen. Könnte noch ein paar Dollar sparen. Ja, was haben wir noch für Themen? Basket Shop wird ständig um weitere Artikel erweitert. Neue DVDs haben wir im Angebot. Einmal das, die DVD zum All-Star Game in Los Angeles, wo du gewesen bist. Richtig. Dann eine DVD mit Bloopers, mit lustigen Szenen. Ich kenne nur Teil 1, Teil 2 habe ich noch nicht gesehen, aber Teil 1 ist schon sehr witzig. Teil 2. Gibt es neue Aufnahmen? Ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker, aber wie gesagt, hier mit aktuellen Bildern auch. Hier sehe ich übrigens Yao Ming, der seine Karriere beendet hat. Es gab noch keine offizielle Pressekonferenz, aber die wird. Soll am 20. Juli folgen. Genau. Yao Ming, sollen wir uns jetzt schon mal verabschieden von ihm oder warten wir dann noch bis zum nächsten Mal? Wir sehen ihn in der Hall of Fame wieder, ne? Glaube ich nicht. Oh, vielleicht doch. Ja, haben wir eben warum nicht? Warum nicht? Hall of Fame. Ich finde, er hat. Sicher. Ja, er hat nicht so lange in der NBA gespielt. Wie viele Jahre waren das? 7, 8, die letzten 2 Jahre hat er komplett gefehlt. Moment. Und ich glaube, sportlich hätte er es nicht verdient. Da blieb er auch unter seinen Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Aber der Einfluss auf die NBA ist natürlich groß gewesen. Er hat in Asien komplett neue Märkte erobert mit China. Die Einschaltquoten sind in die Höhe geschossen. Und seit Yao Ming in der NBA spielt oder gespielt hat, ist natürlich die NBA dann auch explodiert da und da. Das war natürlich sein Anteil. Basketball Hall of Fame, sage ich dir nur. Basketball Hall of Fame. Und für Basketball hat er richtig viel gemacht. Es ist mir egal, ob Yao Ming in die Hall of Fame kommt oder nicht. Hauptsache er hier. Wie gesagt, ich glaube auch, der junge Mann hat seinen Platz definitiv sicher. Der muss in die Hall of Fame. Ich glaube nicht, dass da noch was schief geht, ehrlich gesagt. Ja, ansonsten, Red Bull King of the Rock Tour läuft gerade. Ja. In München und Köln waren die ersten Termine jetzt letztes Wochenende. Jetzt geht es weiter in Stuttgart und Frankfurt. Ich glaube, da gibt es sogar noch ein paar Plätze und jeder kann teilnehmen. 1 gegen 1. Die Deutschlandsieger, also die Sieger der Qualifying-Turniere, sind dann beim Finale in Kassel dabei. Am 27. August ist das, glaube ich. Und der Deutschlandsieger fliegt dann nach San Francisco auf die Insel Alcatraz. Falkertrust. Falkertrust, nicht schlecht. Sorry, konnte ich nicht, ging nicht. Ja. Und darf sich dann mit den besten Spielern der Welt messen, beziehungsweise den besten One-on-One-Amateuren der Welt. Wir spielen nicht mit, ich glaube, müssen wir keinem beweisen, was wir drauf haben. Wir bleiben lieber hier sitzen und labern ein bisschen rum. Haben wir noch irgendein Thema? Ich hatte gerade eine Idee. Du hattest eine Idee? Ja, ich hatte eine Idee. Ansonsten, jetzt am Wochenende im Ballpark, ich weiß nicht, ob ihr den Ballpark kennt, das ist hier eine größere Halle, die zu einer Basketballhalle umfunktioniert wurde, von Stefan Beck, dem ehemaligen Nationalspieler, Europameister von 1993. Der hat den Ballpark hier in Köln eröffnet, da fand auch Red Bull King of the Rock Stopp jetzt am Samstag statt.
Und da gibt es nächste Woche ein Eurobasket Summer League Camp, wo sich amerikanische und europäische Spieler präsentieren dürfen. Da werden auch NBA-Coaches und Scouts und so weiter sein, weil die NBA hat ja wegen des Lockouts die Summer League abgesagt. Ja. Heute habe ich gelesen, Geld sparen. Und ja, ich meine, während des Lockouts gibt es ja de facto keine NBA. Basketball Without Borders, dieses internationale Charity-Programm, was in Afrika, in Asien, überall stattfindet, findet dieses Jahr ohne NBA-Spieler statt. Letzten Jahre waren ja mal Dwight Howard, ja. Marcus Camby, Dikembe Mutombo und so weiter dabei. Ja. Aber ohne NBA-Spieler finde ich auch einen bitteren Beigeschmack. Auch deshalb hoffen wir, dass der Lockout bald vorbei ist. Trotzdem, Geschichten gibt es ohne Ende, weiterhin. Ich meine, es ist sowieso Off-Season, ohne oder mit Lockout. Und auch wenn dieses Jahr natürlich ein Jahr nach der Decision fehlen natürlich die Top-Free-Agent-Wechsel. Und aber vielleicht passiert ja noch was. Einige liebäugeln ja mit Europa. Mir ist eingefallen, was ich sagen wollte. Ich habe schaut am Wochenende die Shaquille O'Neal DVD. Like Mama. Sehr unterhaltsam. Sehr, sehr, sehr gut. Wirklich, ja. So zum Abschluss, sich die Nummer reinzuziehen, endet natürlich leider vor dem Titelgewinn mit den Miami Heat 2006. Aber wirklich sehenswert, sehr unterhaltsam. Ich sage nur Handy im Sneaker. Mhm. Super. Gut. Das war's mit Basket TV. Wir sind bald wieder für euch da. Bis dann. Ciao.